Hallo zu FIFA 18 und wir kennen Haken und Prost Karriere und wir müssen gegen den HSV ran. Hier die Aufstellung und wir steuern nur Ten Hagen und ja, das war ja auch nicht so schwer. So. Hinterseher im Fokus, also. Tesche, Fabian Tesche. Nee, Tesche. Lucina, Suarez, nie. Und schön von Ten Hag mit der Flanke auf Lee. Eine perfekte Vorlage. Schön schnell rausgespielt nach 4 Minuten. Der HSV war noch keinmal am Ball und dann reingeköpft oder nur ein Füßchen mal dran. Schön gemacht. Ich war noch gar nicht ganz warm, hab noch nichts viel gesagt. Naja, gut, ja, Papadopoulos. Oh, der HSV macht schon wieder Fehler. Musiala auf den Hagen. Shamra. Ten Hagen. Kopfflanke, aber die wurde abgefangen. Und warum habe ich diese scheiß Trainereinstellung an? Pass, Empfänger aus. Schusshöhe aus. So, das ist ja noch vom Training an. Der SV versucht selber anzugreifen. Mit deren Koreaner, Muscoera, Shamra. Ten Hag nochmal auf Shamra und nie, oh. Artistisch von mir, aber. Ja, okay. Ten Hag hat minimal gestört. Oh, so ist ja schon hier alles. Fabian. Shamra, Tesche. Es spielt sich alles im hinteren Mittelfeld ab. Aber hier schon auf Lee. Oh, Doppelpass. Nochmal. Nie mit der Flanke. Tesche. Suarez. Oh. Lee ist hier. Der will viele Tore machen heute, der Lee. Aber auch schon gesehen von Hinterseher. Jung. Oh, Bandowski. Ah. Schön, Musiala, Suarez. Nie. Wow. Die Flanke war sehr optimistisch. Shamra auf Ten Hag und der flankt und die wurde abgefangen. Shamra Lee. Ecke.
Tenhagen mit der Chance. Ah, Mist, da war der Ball schon raus. Tenhagen wollte den... Oh, da war nichts von Tesche hier. Schwacher Pass hier des HSVs. Tenhagen auf Lee. Die beiden haben sich heute besucht und gefunden. Oh. Ah, Mist. Gretchen konnte ich nicht verwerten. Fabian. Tenhagen hier ohne. Oh. Bei Carrara oder Carrara, keine Ahnung wie der ist, hat den Ball hier gerochen vor Bandowski. Ja. Tenhagen versucht auch mal hier was zu machen in Sachen Angriff. Pollersbeck gehalten, Ecke. Samba. Tenhagen mit der Flanke, die wieder nicht ankommt. Oh, das war nicht gut von Tenhagen her. Gerade und... Hinterseher. Im Abseits. Schmeichelhaftes Ergebnis im Moment. Tesche, Fabian, Zimmer. Klar bleibt ihnen der Abwehr. Ballbesitzspiel. Oh, wow. Oh, oh. Na, war dann mal gar nichts. Oh, wow. Oh, oh. Suarez, gut aufgepasst. Au. Au. Ja, ich war da total im Abseits, da war ich es selber. Wie? Andowski. Aber Ecke. Au. Oh. Diese Eckstoßvariante war gar nichts. Und Halbzeit schmeichelhaft für den HSV mit 1:0. Mit dem 0:1 Rückstand. Andowski. Oh, 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 oh. Ah, ja, ja. Yeah.
Hinterseher mit 2 zu 0. Latte, Unterkante, rein. Und auch Ten Hag war da als Option da. Schön gemacht. 2-0 Bochum gegen HSV. Schön. Oh. Heimwurz HSV, Bandowski vom Feld. Sam im Spiel. Lasoka für Frank. Schön. Und dann neunte Ecke. Wieder aber für Ten Hag. Muscoera. Oh. Ten Hag bekommt hier den Ball und die Flanke war mies. Nur eine gute Flanke heute. Da war zum 1-0. Eieiei. Oh. Steinmann. Ach, der Feier total harmlos. Gangula für Hinterseher im Spiel. Mensch, schöne Idee, aber schlecht ausgeführt. Oh, 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 oh. Oh. Eieieiei. Der Ten Hag wieder mit hier der gelben Karte. Der Spieler, der war ein paar Zentimeter, war wieder weit weg dabei und wumms, einfach in die Knochen rein. Oh, der nächste Asiate hat seinen Auftritt. Ito für Jairo im Spiel.
Ah, Mist. Ah. Tenagen, beeil dich, beweg deinen Arsch nach außen. So, letzter SV-Wechsel. Arp für Moritz. Lucina. Oh, wow. Sam. Da spielen es gleich aus. Bochum hat das gewonnen zu 99%. So, und jetzt auch zu 100%. Das 20. Spiel. Haben wir viel Rot, außer dass es 10 Vorlagen waren in der Saison. So. 4. Platz steht Bochum. Training 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Flankenszenario, ja, das muss sein. 10. Also 12. Pass ins Minitor. 2, 4, 6. Nein, also Temposchüsse. Dribbling mit Präzision. Abwehr abpassen. Und Pässe abfangen. So. B, C, B, D, D. Naja. Weiter geht's. Mit dem Spiel gegen Regensburg gegen den Jan. Und das sollte doch eigentlich ein gutes Spiel werden hier. Ten Hagen in der Ups. Ja. Ja, da war doch ein einfaches Training. Kinder sehr wieder im Fokus. Ich glaube, ich muss, ja. Nein.
So. Neblig. Warte mal. Bewegung nur. So, der Jan hier mit den ersten Aktionchen hier. Salah. Guter. Hochland gut. Suarez auch gut. Oh, oh, oh. Oh, faul. Von Ten Hag immer wieder. Oh, schöner, kommt mal von hinterher. Die Bochumer protestieren auf Abseits, aber es war kein Abseits scheinbar. Oh. Oh. Gut gemacht, dass er nicht gepasst hat. Aber gut, der Ball ist sowieso weg. Ten Hag mit einem Abschluss, aber der Schuss wurde gehalten. Eigentlich schade. Naja, gut. Lucilla, wow, wow, wow. Schöne Ecke und Lucilla bekommt den Ball, aber köpft auf die Latte. Dadurch Abstoß. Einwurf für den Jan. Aber Ten Hag schnappt sich hier schön den Ball. Oh. Oh, 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 Mist. Oh, 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 Glück gehabt. Ich hab da schon das Gegentor gerochen. Das. Oh. Gut, schön. Lucilla. Ocho! Schöne Flanke auf Lucilla und der hat noch nicht. Aber vormals nicht sein. Seine Präzision gefunden. Jetzt habe ich ja 20 gute Spieler. Und Hinterseher kommt das 1-0. Aber Ten Hag, der gar nicht dran beteiligt.
außer dass er da auch bereit war fürs lange Kaper. Hinterseher hat das schon erledigt. Schön gemacht. Gelbe Karte Jorge oder George. Nee, George. Oh, George. Wieder dann. Drüber gezimmert. Bandowski, schön. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. George. Schießt drüber, alles ruhig. Keine Aufregung hier. Hinterseher. Schnappt sich den Ball und macht das hier locker selber zum 2-0. Die arme Frau, dass vor ihr hier gejubelt werden muss. Gestört hier. Was habe ich denn heute für einen Tag hier? Mit Boni. Schade. Oh. Keipel. Oh. Da muss Riemann richtig arbeiten. Das hier ein Sturm auf der Hausherren. Aber Bochum hält den Kasten dicht. Oh. Zwei nur zur Halbzeit für Bochum. Der Nagel ist ziemlich aufgebraucht. Lee. Bandowski. Lee. Bruce. Lee. Tesche. Ah, da war der Nagel zu zögerlich. Oh. Warum macht Bandowski sowas?
Au, au, au. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ten Hagen ja auch sehr ausgelaugt. Oh. Mit einem Foul wieder mal. Und seine gelbe Karte, die er dauernd sieht. Damayan. Ein Wurf. Oh, da habe ich nicht genug gepresst. Der Anschlusstreffer von George. Den wir hier dann nicht wirklich sehen. Andowski. Und oh ja, 3:1 Hinterseher. So, netter Nagelflanke auf Lee. Die dann abgewehrt wird mit dem Fuß, Lee büchsig und das 3:1 ist drin. Cruz wird ausgewechselt für Pantovic. Nice. Körper. Und da niemand hält. Schön gemacht hier von Ten Hagen auf Tesche Lee. Das hat gescheppert. Oh, Ten Hagen wird ausgewechselt. Er ist auch total ausgebrannt. Und dann simulieren wir den Rest. Pokalfinale reicht. What the hell? Warum Dritter? Noch 6 Spieltage. So, aber trainiert wird hier noch. Bevor wir hier Schluss machen für heute. Zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Dabei besser. Sieben.
durch die Lüge. Da war überwinden. Wäre natürlich passen alles durch. Schuss. Alles durch Standards. Ah, Standards bleiben noch über. Und Abwehr und zuerst Standards. Vor direkter Freistoß Neulinge und Abwehr. Die Übung verteidige der Minidor. Alle simulieren. Den Lage nur. Ich hatte doch mehr als 73 Watt. So, ja. Alles gut geklappt. So. 6,7. Ja. Sollte machbar sein. Erstmal, oh, vierter Platz nur noch im Moment. Hinter Köln, HSV und Kiel. So, aber wie wir gegen Fürth spielen, seht ihr das nächste Mal. Tschüss.